Einen wunderschönen guten Tag hier aus Hannover schon wieder. Und heute mein Gast, der Chef des Atomforums, Ralf Güldner. Ich grüße Sie, Herr Güldner. Ja, Adlan, grüße Gott. Wir haben jetzt im Vorgespräch gemerkt, Sie haben einige Zeit in Erlangen verbracht, sehr lange sogar, das ist meine Heimatstadt. Und was haben Sie da gemacht? Ja, ich habe da gearbeitet. Mich wundert, dass man Ihnen keinen fränkischen Dialekt anhört. Ja, mich wundert, dass Sie den nicht angenommen haben. Naja, ich stamme aus München und wenn man dann nach Franken geht, versucht man nicht den fränkischen Dialekt zu imitieren. Aber bei Ihnen wundert mich das. Ich denke, es ist eine schöne Gegend. Man kann da gut wohnen. Franken ist die schönste Metropole dieser Welt. Aber knapp nach Oberbayern, würde ich mal sagen. Gut, da sind wir jetzt mal vom Lokalkolorit her abgesteckt. Jetzt sind Sie seit einigen Jahren hier in Hannover. Ja. Hat Sie der Maschmeyer schon angebaggert? Nein, ich habe Herrn Maschmeyer noch nicht getroffen. Ich habe gehört, der schnappt sich immer gleich die Leute. Nee, nee. Atomforum, was ist das? Ja, das Atomforum ist eine Organisation, in der Firmen sich zusammengefunden haben, die in Deutschland in der Kerntechnik arbeiten. Das sind natürlich die Betreiber von Kernkraftwerken in Deutschland. Das ist die kerntechnische Industrie, die also Zulieferer zu den Kernkraftwerken sind, die im Inland und Ausland erfolgreich operieren. Und wir sind in Berlin mit einer kleinen Organisation, 10, 12 Mitarbeiter, und versuchen dort informativ Fakten zum Thema Kernenergie zu verbreiten. Normalerweise ist das schön, wenn man so witzelnd und scherzend einsteigt, aber Sie wissen ja, dass Sie so von der erneuerbaren Sicht her zu den bösen Lobbyisten gehören. Also jetzt sagen Sie, da sind 10, 12 Mitarbeiter. Die meisten sagen, naja, da sind die Top-Lobbyisten. Die sitzen da, das sind die besten Networker des Landes mit dem meisten Kapital des Landes. Stimmt das oder nicht? Also wenn man uns als die besten Networker bezeichnen würde, würde ich das als Kompliment ansehen. Ich glaube aber, dass andere Verbände ihre Lobbyarbeit sehr, sehr viel intensiver betreiben als wir. Wir bemühen uns, informativ zu sein. Und wenn man die Erneuerbaren hier anspricht, wir agieren in keiner Weise gegen die Erneuerbaren. Im Gegenteil, wir haben versucht, immer wieder deutlich zu machen, dass Kernenergie und Erneuerbare gut zusammenpassen, was ja auch zum Beispiel das Konzept der neuen Energieversorgungsstruktur in England ist. Wir sehen jetzt schon, dass unsere Kernkraftwerke immer wieder helfen durch Lastfolgebetrieb, wo wir also die Leistung eines Kernkraftwerks rauf und runter bewegen, je nachdem, wie viel Energie von den Erneuerbaren in die Netze eingespeist wird. Also ich glaube, wir wären gute Partner zu den Erneuerbaren. Wir haben da keinerlei Berührungsängste. Okay, ich meine, E.ON, RWE, EnBW, also die vier Großen, die machen Geld seit Jahrzehnten mit zentralen Energieversorgungsmodellen und so wie es aussieht, geht es jetzt ins Dezentrale. Sind denn diese Riesen überhaupt gewappnet dafür, diese dezentrale Energieversorgung zu begleiten, mitzugehen oder in die Hand zu nehmen, weiterhin als, ich sag mal, Monopolisten? Ja, ich glaube, in Deutschland gibt es im Moment ja keinen Monopolisten. Es gab in früheren Zeiten, im vorigen Jahrhundert kann man ja heute schon sagen, Gebietsmonopole. Aber das ist längst Vergangenheit. Heute kann jeder Stromkunde im Internet sich den günstigsten Anbieter suchen. Wir haben ein sehr breites Feld von Stromanbietern, von den vier Großen natürlich, über Stadtwerke. Wir haben sehr viele dezentrale Anlagen, wenn man an das Thema Photovoltaik denkt. Jeder Häuslebauer, der ein Dach mit, das in der richtigen Himmelsrichtung geneigt ist, kann sich eine Photovoltaikzelle aufs Dach bauen und damit zu dem Gesamtsystem Energieversorgung beitragen. Wir haben ein breit gefächertes System von Netzbetreibern, die wieder durch eine Regulierungsbehörde kontrolliert werden. Also wir haben ein System, in dem schon sehr viel Markt Einzug gehalten hat und der Kunde kann diese Dinge nutzen. Wir sehen jetzt, dass natürlich durch die Einspeisung sehr großer Anteile der subventionierten Erneuerbaren dieses Geflecht, dieses Konstrukt in den Markt etwas in Zweifel gezogen wird und man ja aufpassen muss, dass man nicht in einen zweigeteilten Markt kommt, einen subventionierten Erneuerbare und einen Restmarkt, in dem eben Wettbewerb gespielt wird. Die vier großen Energieversorgungsunternehmen werden aus meiner Sicht auch in Zukunft eine wichtige Rolle in dem System spielen, denn auch in Zukunft werden wir einen Anteil an zentralen Energieversorgungssystemen brauchen. Größere Kraftwerke, die grundlastfähig sind. Aber wenn Sie ein komplexes Projekt wie einen Windpark in der Ost- oder Nordsee anschauen, das ist ja keine kleine dezentrale Energieversorgungsanlage mehr, sondern das sind Großprojekte, wo man... Ist das nicht so ein altes Muster, dass man sagt, Offshore ist wieder so eine zentrale Geschichte, das liegt uns, das machen wir jetzt massiv? Ich denke, alle Industrieunternehmen besinnen sich auf ihre Stärken und große, komplexe Projekte mit einem relativ hohen Kapitalaufwand zu bewältigen, erfolgreich durchzuziehen und dann auch erfolgreich zu betreiben, das ist sicherlich eine der Stärken, die die vier großen Energieversorgungsunternehmen in Deutschland haben. Und wenn wir das dann darauf anwenden, eben erneuerbare Energien zu betreiben, und das muss nicht nur Windenergie sein, ich denke auch an Biomasse und andere Anlagen, man kann zum Beispiel Kohlekraftwerke in der Feuerung auf Biomasse umstellen. Auch da braucht man Kompetenz für das gesamte System. Also mir ist nicht bange, dass die großen Energieversorger
die innere Kraft haben, ihren Beitrag auch in Zukunft zu leisten und bereit sind, ihre Strukturen den neuen Anforderungen der Märkte hier anzupassen. Neue Anforderungen, Energiewende. Wann wollen Sie denn diese Energiewende haben? Also ich frage jetzt mal ganz naiv, Sie arbeiten ja bei einem der Großen an sehr wichtiger Position und es gibt noch die anderen, die Entscheidungen treffen. Ich meine, die sind ja ihren Aktionären verpflichtet und die sind quasi ihrem Hauptgebiet verpflichtet. Ist nicht das Interesse da, dass man die Kernenergie so lange wie möglich noch nutzt? Also ist man nicht interessiert, durch Lobbyarbeit vor allem es ewig in die Länge zu ziehen? Naja, irgendwo gibt es technische Grenzen. Also auch Kernkraftwerke sind nicht für die Ewigkeit gebaut. Aber es ist natürlich ein großes Investment, das hier geleistet wurde. Und unsere jüngsten Anlagen, wenn Sie an die Convoys denken, die sind mal ein bisschen älter als 20 Jahre im Moment. Und derzeit ist geplant, sie 2022 vom Netz zu nehmen, wenn sie mal etwas mehr als 30 Jahre Laufzeit haben. In anderen Ländern laufen die Anlagen 60 Jahre. Da ist eine weite Spanne zwischen den Laufzeiten, die wir unseren Kraftwerken... Außer wenn es Unfälle gibt. Außer wenn es Unfälle gibt. Ja, aber das ist ein anderes Thema, können wir gerne auch noch drauf eingehen. Aber im Prinzip gehen wir in anderen Ländern auf Laufzeiten 50, 60 Jahre. Manche träumen auch schon sogar noch von noch längeren. Und wir sind der Überzeugung, und ich habe ja früher bei dem Anlagenhersteller Siemens gearbeitet, wir sind der Überzeugung, dass die Convoy-Anlagen, die wir in Deutschland haben, immer noch zu den besten der Welt gehören. Und diese Anlagen nehmen wir nach etwas mehr als 30 Jahren Laufzeit vom Netz. Und da sind wir durchaus der Meinung, dass dort Investitionen vernichtet werden. Dass diese Anlagen eine längere Laufzeit hätten leisten können, sicher, zuverlässig und damit ihren Beitrag zur Stromversorgung in Deutschland leisten können. Und zwar zu einem kostengünstigen Preis, ohne CO2-Emissionen und ohne dass zusätzliche Abhängigkeiten vom Import von fossilen Energieträgern notwendig gewesen wäre. Diesen Argumenten hatte sich die jetzige Bundesregierung ja vor dem Jahr 2010, als dann das Energiekonzept, und in dem Wort steckt ja Konzept drin, verabschiedet wurde, ja durchaus zugänglich gezeigt und hat dann gesagt, okay, wir wollen nicht 60 Jahre, aber wir gehen mit den jüngsten Anlagen bis Mitte der 30er Jahre, etwa 40 Jahre Laufzeit und gewinnen so gegenüber dem heutigen Zustand 10 Jahre mehr Zeit, um diese Energiewende zu schaffen, um die Erneuerbaren voranzutreiben, um die Netze weiter auszubauen, Speichermöglichkeiten zu entwickeln, die wir im Moment noch gar nicht haben. Hier muss in Forschung investiert werden. Und da haben wir so unsere Bedenken, ob das in 10 Jahren funktioniert. Ob wir da nicht der Volkswirtschaft deutlich zu viel zumuten und diese 10 Jahre mehr Zeit, die wir in dem Energiekonzept gehabt hätten, uns allen in Deutschland nicht gut getan hätten. Wir haben ja schon, als das Energiekonzept verabschiedet wurde, von einem Ausstieg aus der Kernenergie gesprochen. Das wird ja heutzutage gerne vergessen. Man tut ja so, dass man erst nach Fukushima in Kreisen der jetzigen Regierungskoalition über Ausstieg nachgedacht hat. Das Energiekonzept von 2010 hat ganz klar gesagt, wir bauen keine neuen Kraftwerke und wir begrenzen die Laufzeit der jetzt vorhandenen Kraftwerke und die letzten Anlagen sollen Mitte der 30er Jahre vom Netz gehen. Und in diesem Zeitraum ersetzen wir die entfallende Kapazität durch die Kernenergie, durch Erneuerbare. Damals ist auch noch sehr intensiv das Thema fossile Kraftwerke mit CCS, also CO2-Abtrennung und Endlagerung diskutiert worden und kommen so unserem Ziel näher, dass wir weiterhin kostengünstigen Strom liefern können, dass wir die Versorgungssicherheit aufrechterhalten können und dass wir die Ziele im Klimaschutz, zu denen wir uns verpflichtet haben, einhalten können. Das war das Konzept. Jetzt muss alles 10 Jahre schneller gehen. Also das Thema hat sich ja geändert, aber es liegt ja nicht an Ihnen. Auf der Klimakanzlerin ist ja eine Laufzeitverlängerungskanzlerin und jetzt eine Laufzeitbeendigungskanzlerin geworden. Apropos, wie mächtig Sie sind, Herr Güldner. Haben Sie Ihre Telefonnummer, die Nummer von der Frau Merkel? Nein, ich habe keine Telefonnummer von der Frau Merkel. Aber ich glaube, der Herr Theisen hat sie, oder? Davon gehe ich aus, dass die Vorsitzenden so großer Unternehmen, wie es eben zum Beispiel E.ON darstellt oder auch RWE gilt, aber sicherlich auch für Siemens oder Audi oder BMW, die Telefonnummer der Kanzlerin haben und dort im Büro anrufen können. Aber ich glaube, das ist nicht das Thema. Frau Merkel hat auch die drei Attribute, die Sie jetzt gerade zugeordnet haben, mit Sicherheit so nicht verdient und würde sich die sicherlich auch nicht aneignen. Ich denke, man hat eine Situation gehabt vor Fukushima, als man dieses Energiekonzept entwickelt hat, wo man sehr kontrovers in der Regierung diskutiert hat, wie lang darf denn die Laufzeitverlängerung sein und wie schnell schaffen wir es, ein neues Konzept der Energieversorgung hinzustellen. Und lieben Sie die Erneuerbaren? Ich habe überhaupt nichts gegen die Erneuerbaren. Nein, ob Sie mögen. Da rennt in Wörstadt so bei Juvi so ein verrückter Pionier rum und sagt 100% erneuerbar. Ja, das wird nicht gehen. Glauben Sie nicht dran? Das mag in kleinen... Aber stellen Sie sich vor, ich unterbreche Sie, ungern. Sie werden nächstes Jahr 60 und blicken auf so eine tolle Karriere hinter sich zurück. Jetzt stellen Sie sich vor, es gäbe keine Aktionäre und Sie könnten der Welt etwas schenken und wären so mächtig. Was wären das für güldene Zeiten, wenn Sie einen Weg für die Erneuerbaren bahnen würden? Also erstmal glaube ich nicht, dass ich die Macht dazu habe. Ich bin der Meinung, die Erneuerbaren müssen gefördert werden. Ich bin aber der Meinung, dass wir in Deutschland zurzeit Mittel nicht richtig einsetzen. Wenn wir zweistellige Milliardenbeträge für die Photovoltaik einsetzen mit einem relativ geringen Effekt,
das ist in der zehnte Rettungsschirm. Machen wir es mal einfach, nehmen wir 8 und teilen es durch die Zahl der Bundesbürger, dann sind wir bei 100 Euro pro Bürger, 400 Euro für einen Vier-Personen-Haushalt. Das ist das, was da reingeflossen ist. Und ich bin der Meinung, man hätte es auch zugunsten der Erneuerbaren anders einsetzen können. Nämlich mal die Netze erstmal ausbauen und die Möglichkeit schaffen, entsprechend die Anschlüsse darzustellen. Gerade vor kurzem... Wer hat das machen sollen, der Herr Röttgen? Ich denke, Herr Röttgen hatte eine gewisse Verantwortung dabei und wenn ich das richtig wahrgenommen habe, ist das auch ein Auftrag, der jetzt an Herrn Altmaier gegangen ist, hier dafür zu sorgen, dass die Koordination der verschiedenen Maßnahmen funktioniert. Sehen Sie, vor wenigen Tagen ging durch die Medien, dass ein großes Energieversorgungsunternehmen, es war nicht E.ON, es war nicht mein Unternehmen, den Ausbau eines Windparks verzögert hat. Warum? Nicht, weil kein Geld da ist, sondern weil die Netzanbindung nicht sichergestellt ist. Würde man das sauber in einer Hand koordinieren, wie ein großes Industrieunternehmen ein Projekt führen würde, würde man dafür sorgen, dass die Schritte, die gemacht werden, an den verschiedensten Stellen sauber aufeinander abgestimmt sind. Und dann könnte man mit dem Geld, das wir ausgeben, viel mehr erreichen. Ich nehme noch ein Beispiel, wo die Dinge, die in der Energiewende prognostiziert wurden, bis jetzt nicht so gekommen sind. Und zwar hat gar nichts zu tun mit Strom, das Thema Energieeffizienz bei Gebäuden. Hat man unheimlich viel darauf gesetzt, dass wir durch die Sanierung der Gebäude im Bestand deutliche Energieeinsparungen machen. Das ist bis jetzt nichts passiert. Das ist gescheitert. Wir könnten dort mit viel, viel weniger Geld insgesamt energiepolitisch, und wir dürfen uns ja nicht nur auf den Strom kaprizieren. Wir haben ja viel mehr Energieverbrauch beim Heizen, im Transport und so weiter. Also wir hätten viel mehr erreicht insgesamt für die Reduzierung der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, wenn wir dort investiert hätten, als wenn wir die Solarzellen aufs Dach gebaut haben, die jetzt aus China kommen. Dort wird subventioniert. Jetzt regen wir uns schon wieder auf, was wir denn tun können, um diese Subventionierung für Solarzellen, die in China stattfindet, in irgendeiner Art und Weise zu beeinflussen. Also das Ganze in einer Hand als ein Projekt führen und sagen, die Mittel, die ich in die Hand nehme. Und letztendlich zahlt entweder der Steuerzahler oder der Stromkunde. Im Endeffekt sind es wir. Sie? Wir zahlen das alles, egal über welchen Weg. Und wir müssten doch eigentlich darauf Wert legen, dass die Gelder, die wir da einspeisen, so effizient wie möglich eingesetzt werden. Denn Sie sprechen, ist es wie, als würde ein Engel sprechen. Ich verliebe mich in Ihre Sprache. Aber es gibt auch Zuschauerfragen bei mir, und da gab es so eine obskure verschwörungstheoretische Frage. Da stand, die großen Energieversorger mit dem Tyson als Imperator dahinter, die planen einen künstlichen Blackout, um zu zeigen, dass die Erneuerbaren noch nicht stark genug sind. Haben Sie sowas vor? Also ich kann Ihnen versichern, dass in unseren Unternehmen an allen Stellen alles getan wird, um den Blackout zu verhindern. Und ich kann Ihnen aber auch sagen, dass die Netzbetreiber, die ja inzwischen abgekoppelt sind von den Energieversorgungsunternehmen, im Moment extrem häufig, manchmal mehrmals täglich, in den Betrieb des Netzes eingreifen, um den Blackout zu verhindern. Und uns als Energieversorgungsunternehmen Anweisungen geben, wie wir unsere Kraftwerke zu fahren haben. Und diesen Anweisungen folgen wir. Dankeschön, Herr Güldner. Zum Schluss nenne ich immer drei Begriffe und bitte um drei kurze Assoziationen. Altmaier. Große Hoffnung, dass einiges besser wird. Tyson. Ich glaube, auch hier ein Mann, der die Herausforderungen gesehen hat und das Unternehmen wieder auf den richtigen Kurs bringt. Tschernobyl? Tschernobyl war eine große Katastrophe, insbesondere für die Region dort, und hat gezeigt, dass wir mit dieser Technik noch verantwortungsvoller umgehen müssen. Ich habe schon erwähnt, Sie werden nächstes Jahr 60. Zum Schluss die private Frage, wenn man wirklich zurückblickt so und nach vorne blickt, was hat man da noch vor an großen Zielen? Sie haben ja schon viel erreicht. Gibt es noch so eine große Vision, wie Sie die Welt beschenken wollen mit Ihrem Talent? Ja, ich glaube nicht, dass ich aus meiner Funktion heraus die Welt beschenken kann. Ich habe mich immer versucht, darauf zu konzentrieren, das, was ich tue und was ich zu verantworten habe, in einer Art und Weise zu tun, dass man in den Spiegel schauen kann, ohne rot zu werden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir gehen mit einer Technik um, die ein hohes Maß an Verantwortung erfordert. Und dem muss man gerecht werden, dem muss man sich bewusst sein. Und wenn man in einer Führungsposition ist, hat man auch Verantwortung für die Mitarbeiter, die man zu führen hat. Und auch da muss man darauf achten, was sind die Erwartungen, was sind die Herausforderungen der Mitarbeiter. Und wenn ich mal in Ruhestand gehe, dann wäre es für mich im Beruflichen das größte Lob, wenn die Mitarbeiter sagen würden, es war ein guter Chef. Er hat uns gesagt, wo es lang geht. Er war offen, ehrlich und transparent. Wenn vielleicht meine Chefs auch bedauern, dass ich gehe und nicht sagen, endlich macht er den Platz frei. Und ansonsten würde ich mich dann freuen, dass ich mehr Zeit für die Familie habe. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Güldner. Es hat beiden nicht wehgetan. Vielleicht machen wir noch eine zweite Runde irgendwann demnächst. Nee. Dankeschön. Bitte sehr. Und ich bedanke mich auch bei euch, meine lieben Abonnenten. Und beim nächsten Mal habe ich zu Gast die Ex-Vizepräsidentin des Bundestages, Antje Vollmer.